Lockdowns, Testcenter und Wirtschaftshilfen. Corona kostet die Länder Milliarden. Seit Beginn der Pandemie haben sie deshalb fast 60 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Gut, so meinen viele Wirtschaftsforscher, jetzt zu sparen wäre fatal. Der Staat würde die Krise verschärfen, wenn er noch stärker sparen würde. Und er musste das Geld ausgeben im letzten Jahr, um einen noch tieferen Einbruch der Wirtschaft mit zu verhindern. Wenn er das nicht getan hätte, dann wäre die Wirtschaftskrise schwerer gewesen, dann wäre noch mehr Geld weg, als jetzt ohnehin schon verloren gegangen ist. Trotz Schuldenbremse hatten alle Länderparlamente zusammen zu Pandemiebeginn rund 100 Milliarden Euro neue Schulden genehmigt. Tatsächlich haben die Länder bisher aber nur rund 58 Milliarden Euro davon genutzt. Spitzenreiter bei den Schulden ist Bayern mit 10 Milliarden, vor Baden-Württemberg mit 9 Milliarden und NRW mit 8 Milliarden Euro. Viele Länder wollen zwar schon im kommenden Jahr mit dem Tilgen der Schulden beginnen, doch einige planen, die Rückzahlung über viele Jahre zu strecken. Falsch findet das der Bund der Steuerzahler. Er fordert, möglichst schnell zu tilgen. Auf der einen Seite sehen wir ja, dass die Steuereinnahmen wieder sprudeln. Sie sind gigantisch hoch. Wir haben Vorkrisenniveau erreicht. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass die Ausgaben sehr stark sind. Und deswegen muss der Staat sich disziplinieren. Er muss die Ausgaben zurückfahren. Und er muss aber eben auch die Tilgung hochfahren. Denn ansonsten müssten unter den Schulden von heute die zukünftigen Generationen leiden. Das, so der Bund der Steuerzahler, wäre dann einfach unfair.